Wenn du nicht willst, dass alle Gartenzwerge heute Nacht aus deinem Garten lebendig werden und dich kitzeln, dann like dieses Video und abonniere diesen Kanal. Fuck, ich hab ja heute Praktikum bei der Schule. Fuck. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Frühstück brauche ich heute nicht. So, schnell hier die Tür da auf. Zu meinem Auto. Ey, Freunde, wir müssen uns echt beeilen. Oh, mein Auto, Digga, das driftet. Mein Auto ist eine extra Anpassung für mich, weil ich bin ja hier der Zwerg aller Zwerge. Und der Zwerg aller Zwerge muss halt auch VIP behandelt werden, weil ich bin halt ein Zwerg und so, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Wir fahren jetzt hier zur Schule. Da vorne. Ach, das ist die Schule? Ich dachte mal, das wäre ein Gefängnis. Das sind schon Schüler. Ah, da ist der Schuldirektor. Wir parken hier mal ganz normal ein, sodass nichts passiert und so. Hallo, sind Sie der Schuldirektor? Ja, das bin ich. Sind Sie der Praktikant? Ja, dürfte ich wissen, wo meine Klasse ist? Die steht da. Achso, das ist meine Klasse? Ja. Die kommen gerade alle zur Schule. Ui. Ach stimmt, die müssen ja getrennt sein. Dann, wir machen kurz eine Vorstellungsrunde, damit ich weiß, wie er heißt. Wie heißt du? Moin, ich bin Johnson, a.k.a. Yoshi. Wie heißt du? Ich bin Steve. Steve, okay, muss ich mir merken. Wie heißt du? Ich bin Jimmy. Blue Ochsenknecht, okay, und du? Ich heiße Only. Ach, du bist der Joali. Von dir habe ich schon richtig viel gehört. So, okay, dann kommt mal alle in einer Reihe mit. Oder zweier Reihe, ist mir egal, solange ihr hier keinen Unfug macht. Jetzt hört auf, Unfug zu machen, Mann. Das geht's jetzt hier schon los. Mein Gott. Ich lass sie doch mal alleine, ne? Jo. Wo geht's hier lang, Freunde? Hör auf zu tanzen! Ey, ich bin nur weil ich Praktikant bin, heißt es nicht, dass du jetzt nicht auf mich hören musst, Mann. Okay, kommt jetzt mal alle mit. Wir gehen jetzt. Ich glaube, das ist eure Klasse. Wenn nicht, dann gehen wir einfach trotzdem hier rein. Dann mache ich aber Religionsunterricht oder so. Bleib mal hinten, ey. So. Ey, jetzt hock dich auf deinen Platz, Mann. Ey, wieso hört ihr denn nicht? Hallo? Ey, red ich Chinesisch? Was ist da noch los? Rede ich hier nicht Chinesisch oder Hallo. Wie? Der Direktor, Hallo. Die hören überhaupt nicht. Gut, mal schauen, wie es dir geht. Ja, die hören hier überhaupt nicht. Die hüpfen mir die ganze Zeit rum und so. Also für mich sieht das ja anders aus. Ja, ist mir. Sie haben. Das ist die schlimmste Klasse, die sie hier haben. Herr Direktor, ich bin. Der ist ein bisschen überfordert. Ja, sei mal leise, Mann. Du bekommst gleich einen Schulverweis. Also, sie machen hier nicht die Regel, ne? Ja. Digga! Entschuldigung. Okay, Herr Direktor, geht hier einfach wieder raus. Ich versuche das. Ich versuche das einfach zu klären, okay? Gut. Sie können gerne wieder gehen. Mann, jetzt reicht's aber! Jetzt geht das! Das ist. Also. Wollt ihr gerade meine Grenzen raus? Was ist das? Raus mit dir, Digga! Was bist du für ein Digga? Nee, ja, hey, hör auf mit Tomaten! Bist du nicht mehr ganz dicht? Aua! Nee. Herr Fick! Was für eine Sache, Alter! Herr Fick! Ja? Ey, diese Klasse, Digga, die ist so schlimm! Schau, die laufen hier überall rum! Ich hab gesagt, die sollen sich hinsetzen! Der Typ geht hier im Schulhaus spazieren! Also, Herr wirklich! Fick. Ne, jetzt! Also, das ist echt. Unglaublich, so einen Lehrer habe ich noch nie gesehen. Was habe ich gemacht? Wir wollen lernen und er macht nur Schmarrn. Ja, genau. Und ich bin der Ente. Herr Lehrer, der hat, glaube ich, eine Gehirnerschütterung, merkt man. Ey, der Einzige, der einen scheiß Gehirnerschütterung hast, bist du, Digga. Du machst YouTube-Videos. Halt! Du machst YouTube-Videos, wo kein Schwein versteht, Digga. Du musst mal deutschen Untertitel machen. Alle deabonnieren. Alle Read-Only deabonnieren. Also, nee, lasst mich in Ruhe. Nee, ich jetzt. Raus mit die Pizza. Hallo, schau mal, Herr Fick, die werfen mich hier mit Schneebällen ab, mit Tomaten. Das geht auch nicht. Ja, das kann ich verstehen, wenn sie ihre Mutter beleidigen. What? What? So, okay, ihr werdet jetzt mal auf.
Ah, ich gebe euch allen eine Anzeige. Ich gebe euch allen eine Anzeige. Einmal eure Mütter an. Ja, tschüss. Ja, okay. Freunde, Digga, was ist das für eine Klasse? Schau mal, die haben gerade eben noch übelst rumgeschießt, selbst der Direktor. Ich geh da später hin. Die müssten danach, nach der Schule, glaube ich, auf diesem Pausenhof da hinten sein. Wo der mit diesen Gittern umrandet ist. Da gehe ich dann hin, Digga, und ich baller die ab, Digga. Die sind mir heute so auf die Nerven gegangen. Aber davor gehe ich jetzt erstmal schlafen, Digga. Da vorne wohne ich, da ist mein Haus. Ich hab eine richtig kurze Strecke. Ich hätte eine richtig kurze Strecke zu meinem Arbeitsplatz, aber nein. Ich glaube, ich werde Feuerwehrmann oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir knallen die dann später ab. Ich gehe jetzt schlafen. Wir sehen uns dann später wieder. Oh, kleinen Mittagsschlaf hier gemacht oder Vormittagsschlaf. Ich wurde aus der Schule geschmissen, Leute. Weil diese Kinder waren aber nur noch übelst respektlos. Aber wir haben gesagt, wir gehen jetzt da zur Schule. Und wirklich, wir müssen die töten, Digga. Auch wenn das... Ihr würdet wahrscheinlich denken, ist übelst aggro und so. Aber Leute, Digga, wegen denen habe ich... Ach, da ist ja schon einer. Aha. Okay, den fahren wir direkt um. So. Ach, das war der YouTuber. Schau mal, ich hab hier sogar Waffen. Nein, kommst jetzt mit, okay? Ja, okay. Wegen dir. Du kommst jetzt mit. Ich bin Pädophiler zu Werk, du kommst jetzt mit. Okay. Wo ist mein Auto? Hier, steig ein. Ich will nicht. Ich sperr dich in den Geisterturm. Rein da. So. Ups. Hier. Wo ist der Schlüssel? Hier. Jetzt tanzt der drin. Okay. Diesen John Wick oder so. Keine Ahnung, auf den wir entführen, Leute. Aber was blinkt eigentlich da hinten so? Ist hier irgendwie Weltuntergang? Aha, da ist der Tomaten-Johnny. Mitkommen! Hey, stehen bleiben! Bleib stehen oder ich baller dich ab! Ich weiß, wo du bist. Freunde, der versteckt sich, aber ich weiß, dass er hintergelaufen ist. Freunde, wo ist er hin? Was war das für ein Geräusch? Was hat er hier für ein komisches Geräusch abgespielt? Komm raus, ich hab Lollipops. Komm her. Hey du, da komm mit. Ey. Komm mit, Amana! Bist du nicht der eigene Praktikant? Komm mit, Digga! Das sind keine Spiele! Das ist eine echte Waffe! Okay. Wenn ich hören will, muss fühlen. Okay, aber wo ist der andere? Ich hoffe, der... Du! Mitkommen! Losgehen, bleib stehen! Ich baller dich ab! Komm her, ich tu dir sonst nichts! Komm her! Wenn du jetzt herkommst, dann tue ich dir nichts. Beeil dich! Lauf zum Auto! Komm mal in die Hoppen hier! Mein Gott, sind wir hier im Kindergarten? Warte auf mich! Ich muss zuerst einsteigen. Jetzt steige ein! Oh, alter Mann, ey! Das ist ein gutes Auto. Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann schau bei Real Only's YouTube-Kanal, denn dort gibt es die Fortsetzung. Ich habe gerade nur geklemmt. Okay, Freunde, den ersten haben wir schon. Einen haben wir getötet. Und jetzt kommt der zweite in den Uhrenturm. Komm mit! Entschuldigen Sie, was ist hier los? Komm mit! Ich bin der Polizei, Komm mit! Hör auf, du kleines Kitty, Digga, ich weiß ganz genau, dass du das bist. Ich höre es an deiner Stimme. Nein, ich bin das nicht. Ja, du bist es nicht. Wo ist denn deine andere Otto? Mein Gott. Guck mal mein Auto. Okay. Sei leise. Das ist Fasching. Habe ich vorher nicht abgesperrt oder wie? Ah nee, Leute, das war der falsche Schlüssel. Okay, Freunde. Die Fortsetzung folgt in der nächsten Folge. Also abonniert den Kanal und liked dieses Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann schau bei Real Onlys YouTube-Kanal, denn dort gibt es die Fortsetzung.